dem Weg in den nördlichen Teil von Transsilvanien lernen wir die unterschiedlichsten Qualitäten von Straßen und Pisten kennen. Und so viele Hunde wie hier sind uns auf den vorherigen Etappen auch nicht begegnet. Bis wir unseren Zielort Jernut erreichen, ist es ein munteres Auf und Ab durch die siebenbürgische Hügellandschaft. Jernut, das auf Deutsch Radnuten und auf Ungarisch Radnut heißt, ist eine Kleinstadt im Mureștal, die verkehrsgünstig an der Autostrada Transilvania von Ungarn nach Bukarest liegt. Tourismus findet hier nicht statt. Wir sind froh, dass wir ein Apartment zum Übernachten und ein Bistro zum Abendessen finden. Entlang des Flusses Mureș ist auf OpenStreetMap sogar ein Radwanderweg ausgewiesen, den wir zunächst über Nebenstraßen durch beschauliche Dörfer folgen. Das geht nicht. Nee, lass es. Aber schon bald geht die Asphaltstraße in eine Schotterpiste über, die nicht immer leicht zu befahren ist. Solche Wege sind definitiv nichts für mich. Also, das hat auch nichts. Es ist einfach. Ich liebe Pisten wie diese. Rumänen sind doch nett. Sie wünschen uns eine gute Fahrt. Auf Rumänisch, drum bun. Unsere Karte sagt, für 15 Kilometer ist die Autobahn noch nicht fertiggestellt und der ganze Transitverkehr in Richtung Ungarn läuft über die Landstraße. Das ist für Radfahrer wirklich kein Vergnügen. Jetzt müssen wir lang auf der Europastraße bleiben. Was? Sobald es dann Platz 6, halt an. Für die Stadteinfahrt nach Turda können wir wieder auf eine Nebenstrecke ausweichen. Über das Gelände, auf dem der Wochenmarkt stattfindet, kommen wir auf den Marktplatz von Turda. Der lädt nicht zum Bleiben ein, weil er eine einzige Großbaustelle ist. Für die Stadtausfahrt von Turda haben wir uns wieder eine Spezialstrecke ausgesucht. In der Nachmittagshitze eine sportliche Herausforderung. Irgendwann liegt uns Turda zu Füßen und wir haben auf 600 Meter den höchsten Punkt unserer Tagesetappe erreicht. Jetzt geht es nur noch bergab auf einer gut ausgebauten Straße, die seit der Eröffnung der Autobahn fast ohne Verkehr ist.
Unser heutiger Zielort heißt Bedreschte de Jos, wo wir uns für 2 Tage in der Pension Laura einquartiert haben. Am nächsten Morgen lassen wir unsere Fahrräder in der Pension und brechen auf zu einer Wanderung. Schon nach wenigen Metern werden wir vor aggressiven Hunden gewarnt. Und da ist er auch schon. Ein furchterregender Schäferhund, der wütend die Zähne fletscht, als er uns sieht. Tapfer laufen wir weiter zum Beginn der Turderschlucht. Und der Hund läuft mit uns. Das liebliche Wiesental des kleinen Flusses Hastate verengt sich auf einer Länge von 1,5 Kilometer zu einer Klamm mit steil aufsteigenden Kalksteinfelsen, ein Ausläufer des Apuseni-Gebirges. Der mit Seilen gesicherte Pfad führt bei mir zu Angstzuständen und Schweißausbrüchen. Ich glaube, der Hund hat sich andere Begleiter gesucht. Dem war man zu langsam. Für mich ist der gut ausgebaute Wanderweg eigentlich der Spaziergang. Am Ende der Schlucht wartet ein nettes Ausflugslokal mit herzhafter Suppe und einem leckeren Bier auf uns. Der Rückweg ist dann nur noch halb so schlimm. Die Wanderung durch die Turda-Schlucht zieht auch rumänische Tagestouristen in Scharen an, die reichlich Müll hinterlassen. Bedreschte de Jos ist trotz der Nähe zur spektakulären Turda-Schlucht ein verschlafenes Dorf geblieben, genauso wie die folgenden Dörfer. Zu Hause haben wir uns kurz vor der Abreise gegen Tollwut impfen lassen, weil die Straßenhunde im Balkan so gefährlich sind. Für die Hunde, die uns in 3 Wochen begegnet sind, hätten wir uns das sparen können. Heute haben wir mit 33 Kilometern unsere kürzeste Tagesetappe. Nach 10 Kilometern entspannter Fahrt im weiten Tal des Flusses Hastate haben wir 350 Höhenmeter zu bewältigen. Und dann liegt auch schon Cluj-Napoca, auf Deutsch Klausenburg, die Metropole von Transsilvanien und
und zweitgrößte Stadt Rumäniens vor uns. Unser GPS lotst uns zuverlässig ins Stadtzentrum. Herz der Stadt ist die Piazza Unieri, der Platz der Einheit. Geschafft! Hier vor der Michaelskirche erklären wir unsere Radtour durch den östlichen Balkan nach 19 Tagen und 850 Kilometer für beendet. Mitten auf dem Platz der Einheit steht das imposante Reiterstandbild des Ungarnkönigs Matthias Corvinus, der 1443 in Cluj-Napoca geboren ist. Die Herolde des Königs kündigen an, dass wir Cluj-Napoca mit dem Fahrrad erreicht haben. Nur einen Steinwurf vom Platz der Einheit entfernt liegen in einem ruhigen Innenhof im Obergeschoss die Apor Apartments, wo wir die letzten drei Nächte unserer Reise verbringen werden. Stell dir vor, einfach dahin und komm da nochmal runter. Wir werden herzlich empfangen von der Eigentümerin Judith, einer super sympathischen Gastgeberin, die in drei Sprachen, Ungarisch, Rumänisch, Deutsch, gleichermaßen zu Hause ist. Zentraler als in Judiths Apor Apartments kann man wirklich nicht wohnen. In den Gassen des ältesten Teils von Cluj-Napoca, die unmittelbar an unser Apartment angrenzen, hat sich eine lebendige Kneipen- und Restaurantszene entwickelt, die bei Einheimischen und Touristen gut ankommt. Ein schöner Abschluss unserer Reise.